Hallo, meine lieben Freunde, hier zu Pokémon Sonne. Ja, wir sind zurückgereist. Wir haben im letzten Part auch noch bis auf uns umgeschaut. Wir waren beim Dimensionsinstitut und irgendwelche Risse in der Löcher können auftreten oder irgendwelche super Pokémon herbeirufen. Aber erstmal, ich will nur kurz was tun. Wir gehen erstmal kurz hier rein. Hey, Merain, du bist ein Freund von Lima, nehme ich an, oder? Bitte fühl dich wie zu Hause. Darf ich dich etwas fragen? Wird Elima seine Position als Captain gerecht? Das tut er! Tut mir leid, dass ich dich so überfalle, aber so ist ein Kindesbein an schon immer so begeistert von Pokémon kämpfen, vielleicht sogar ein bisschen zu begeistert. Er kann sich manchmal auf nichts anderes konzentrieren. Als Vater macht man sich einfach Sorgen, ob der Sohn da seine Aufgabe als Captain nachkommt. Jetzt lasse ich dich aber in Ruhe, mein Sohn findest du in seinem Zimmer. Nämlich, Elima möchte noch mit uns reden. Das hätte ich beinahe verplant. Oh, guck mal. Überall versteckt. Okay. Sonst was hier? Nein. Okay. Elima möchte mit uns noch quatschen. Dann werden wir mit ihm quatschen. Sein Zimmer hier. Waren wir ja schon mal drin. Hey. Na? Easy, gut, dass du da bist. Dein Timing könnte kaum besser sein, wirklich. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich mit der Simulation meiner neuen Kampfstrategie verbracht habe. Sie ist endlich fertig. Willst du mir dabei helfen, meine Strategie in der Praxis auszuprobieren? Ja! Danke, danke. Also sollen wir loslegen auf eine Trainerschule? Auf der Trainerschule wieder. Ja? Oh, bevor wir anfangen, du musst wissen, dass es für mich nicht wirklich ums Gewinnen geht. Vielmehr interessiert mich, ob die Strategie und die Attacken, die ich mir zurechtgelegt habe, funktionieren. Wie reagiert mein Gegner auf einen Angriff? Wie kann ich den Kampfverlauf beeinflussen? Das sind für mich die brennenden Fragen. Bitte nimm mir für diesen Kampf deine ganze Kraft zusammen, Easy. Und dann möchte ich nochmal kämpfen. Oh, yeah, deswegen kämpfen wir nochmal. Captain Elima fordert dich heraus. Frage ist, kämpfen alle irgendwann? Oh, Manus Spector! Hallo, Manus Spector! Mein kleiner Geselle hier. 6 Level höher, aber ich habe so kaum KP. Der kann doch, das ist sofort zerbrechlich. Dragosso, komm. Komm zurück! Los, Dragosso! Ah, okay, er macht Z-Angriff. Okay. Manuspector hört sich in die Z-Kraft. Yeah, Manuspector nimmt all seine Kraft zusammen und macht einen Hypersprintangriff. Nein! Bitte nicht! Das steckt nicht mal weg, oder? Wow! Trotzdem viel Damage. Durchbruch, Dragosso! Boom! Ha, tschüss, Manuspector. Ade! Ganz viele Erfahrungspunkte. Slimer Level 28. Okay, du setzt ein Farbigel ein. Ein Farbigel. Aber weiter Durchbruch. Hämmern wir weiter drauf. Aquaknarre. Au. Arsch. Durchbruch. Boom. Tschüss, Farbigel. Yay. Und Erfahrungspunkte. Okay, der Sieg geht wieder an dich. Natürlich. Danke. Wem sonst? Wundervoll. Einfach wundervoll. Ich hätte mir keinen spannenden Kampf wünschen können. Am liebsten hätte ich dir Zeit angehalten, um diesen Moment für dich hier festzuhalten. Limas Art, Pokébälle zu werfen, hat dir bei dir einen tiefen Eindruck hinterlassen. Danke nochmal. Lass mich auf eine Tasse Tee bei mir ein Haus einladen. Echt? Hey, Tasse Tee! Musst du los? Bevor du gehst, möchte ich das dir geben. Ein kleines Dankeschön für vorhin. Stein. Wenn du ein Pokémon diesen Ewigstein zum Tragen gibst, wird es sicher nicht entwickeln. Er hat noch eine andere Wirkung, aber das haben wir für uns ein anderes Mal auf. Ich hoffe, dass du unsere Freundschaft genauso längst wird wie die Ewigstein. Yay! Freunde für ewig! Cool. Dann haben wir die Szene auch abgehakt. Yay! Yeah. Finde ich toll. Haben wir das auch. So, das heißt, wir müssen in die Dragosso-Höhle, genau. Aha. Nein, in die Dicta-Höhle.
Gitterhöhle. Dikter, dikter, dikter. Wie komme ich jetzt? Über? Ah, okay. Da ist unser nächstes Ziel. Deswegen will ich dahin. Zack! Ach, wir haben schon so viel erforscht. Es ist echt schön. Es ist richtig nice. Nice. Nicer, dicer. Kantai City. Wir sollten unsere Pokémon noch heilen. So, ich vergesse immer, ob irgendwelche Quests oder so noch habe, wo ich irgendwas fangen muss. Ich weiß es nicht. So, Heimat, bin in meine Eite. Meine Pokémons. Bum, bam, beda, bum. Danke. Wir bitten bei uns bald wieder. Oh, meine Werte, geht es was ist Prüfbestand? Herzlichen Glückwunsch. Das Warensortiment hat sich wieder verbessert. Hyperbälle, ah, geht doch. Erstmal 10 Hyperbälle snacken. Okay. Hypertränke kann ich sogar. Supertrank. Ui, Hyper. Beleber, haben wir 10. Passt. Danke dir. Sehr nett. Ich mal sagen. Diktas Höhle. Oh Mann. Diktatunnel. Aha. Hey! Schnecke! Oh, du bist es. Wir haben ein kleines Problem. Seit kurzem bimmelt diesen Tunnel nur so von Diktat, deshalb dürfen gewöhnliche Trainer hier auch nicht durch. Wie läuft denn eigentlich deine Insellernerschaft? Lass mich doch mal deine Zellkristalle sehen. Wow, echt beeindruckend sogar. Maus-Prüfung hast du bestanden. Für einen Trainer mit dieser Finger sollte diesen Tunnel keine Gefahr darstellen. Mal an Ausgang der Diktatunnels liegt Kuniko City. Ich habe dort einen Laden, in dem ich auf dich warten werde. Ah, ganz viele Diktas, ganz viele Diktas. Ach doch, Scheiße. Ach, fängt schon an. Diktat, nein! Dikta! Dikta! Oh mein Gott! Dikta! Dikta! Mach ihn aber kaputt. Der Durchbruch müsste reichen, oder? Oh, Intensität 7! Boah, was ist das für eine Animation? Voll geil! Haha, ist voll geil geworden! Zack! Tschüss, Dikta! Erfahrungspunkte. Ja, Erfahrungspunkte würde ich gerne haben. Oh, ein Trainer. Ein Trainer. Ja, Heißlaus. Ich muss den einfach trainieren. Ah, ist kein Trainer. Okay. Das ist so, als würdest du auch mit Z umgehen. Schauen wir doch mal, wer von uns beiden mehr Z in sich hat. Aber zuerst muss dein Trainer diesen Tunnel besiegen. Dein Ernst? Ja, ich könnte natürlich, wenn ich ganz krass bin, Schutz aktivieren, dann kommen die ganzen Diktas hier nicht in die Quere. Ich sollte mein Bissbug einsetzen, oder? Ein X-Angriff! Okay, da brauche ich wieder Tauros. Zack! Was ist hier hinten? Aha, ein wildes Pokémon und ein Pokéball. Und Zubat gibt's hier. Zubat. Hey, Zubat, was ist los bei dir? Ich bin ja weg. Bist dann kommen? Sowas von den kommen. Und ein Feuerstein. Wasser, Donner, Feuer. Jetzt haben wir aber gut losgelegt. Zack, erstmal ihn wieder. Oh. Aha. Puh, danke, meine Sind wir nicht einen Schritt weiter gekommen. Alola, wir sind auf einer Erde von der wir beschützen Pokémon. Dass wir so viele Diktat gewütet haben, ist anscheinend das Werk von Team Skull. Team Skull ist eine Truppe furchtbarer Taugenichts, die Spaß daran haben, Pokémon Trainer zu Ärger zu bereiten. Diktat benutzt Tunnel, die sie über Jahre hinweg gebraben haben. Wir wollen dafür sorgen, dass sie sich hier bewegen können, ohne gegen andere Pokémon kämpfen zu müssen. Es sind immer noch Diktat hier, also passt bitte beim Durchqueren der Höhlen auf.
Ist das schon der richtige Weg, hä? Was ist der andere Weg? Natürlich gibt's Items. Und ein Fluchtseil. Das ist hier lang. Da komme ich gar nicht durch. Und cool. Ah, ein Trainer. Ein Trainer. Eislaus, du darfst. Hey, Kollege. Pokémon sind viel Zeit einsetzbar. Wir können sogar Tunnel graben. Bams. Yo. James? Was ist los bei dir? Dikta. Dikta! Dikta! Reißlaus. Das ist einfach so voll so. Oh, bitte nicht. Bitte nicht töten. Oh, los, Dragosso. Ja, Reißlaus hält einfach wahrscheinlich. Oh, Tiefschlag. Was? Noch mehr Rang. Tiefschlag. Au. Ja, Knochen. Tschüss, Dikta. Ha. Und Erfahrungspunkt. Also Level 22. Imanti ist Level 26. Yay. Dein Pokémon ist einfach starker, meinst du, aber auch nicht ohne. Gut. Das ist ein Item. Ein Finsterball. Nicht gut. Sonst ist hier nichts. Ah, hier geht es einfach gar nicht weiter. Ah, so ist das hier gemacht. Nur ein Trainer. Fizzbug, los! Renn! Und ein wildes Pokémon. Und es kommt. Zubat! Rein! Hey, Zubat, was ist bei dir? Los! Du bist entkommen. Du müsstest Reißlaus ja ziemlich schnell sein, oder? Es haut dir ab, also dürfte es schnell sein. So. Da geht's eh nicht weiter. Da gibt's doch eine Pokéball, eine Pokéball. Und? Dikta. Dikta. Reißlaus. Reißlaus. Mal gucken, wie schnell wie Dikta ist. Ja, ist es. Unglaublich. Baba. Und ein Hypertrank. So, was ist der richtige Weg jetzt? Ist die Frage. Hey! Na? Man muss sich Kräfte einhalten können, ansonsten ist man schnell aus Atem. Ja. Yeah. Das ist wahr. Da 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 da. Fabrice. Möchte kämpfen mit Hollo Mama Cholo Mama Cholo Macholo. Na, Kollege? Wie hau ich Macholo auf die Gosch? Das ist schwierig. Pampuli, komm. Zurück, Reißlaus. Los, Pampuli. Fußtritt. Au. Wow. Ey, du hast mich gehauen. Was soll das? Hab ich dir das erlaubt? Du kriegst meine Pferdestärke zu spüren. Boom. Tschüss. Mach Holo. Reißlaus kriegt Erfahrungspunkte. Was mehr Ausdauer, als ich gedacht habe, hä? Viel zu viel Ausdauer für dich. Ich glaube, das ist der optionale Weg hier. Deswegen werde ich erstmal hier reingehen. Hallo? Oh, wie dick das. Wie dick das, die hier ihre Kreise drehen. Ihre Kreise drehen. Und? Wildes Zubat erscheint. Nein! Ein wildes Zubat! Ich fliehe, weil ich einfach entkommen mag. Reißlaus muss viel nachholen, hä? Da brauche ich einen Stein. Macholo oder sowas. Hey!
Ich schaufel ein Loch. Nein, tu das nicht. Yeah, Arbeiter Tadasau. Kiesling. Kiesling. Der Kiesling, der Fiesling. Ich bin leider nicht sehr effektiv, ich bin nur effektiv. Der macht viel mehr Schaden, was wahrscheinlich halte ich gar nichts aus. Mal probieren. Ja, aber trotz. Oh, ich mach nicht mal Schaden. Felswurf, au. Ja, so viel zu dem Thema. So viel zu dem Thema. Astros wurde besiegt. Frag auch so, geh mal rein, komm. Das ist halt schade, dass der nichts aushält. Das finde ich voll gemein. Ja, ist halt einfach. Ich belebe ihn jetzt trotzdem, weil ich es kann. Oh, keine Beleber mehr habt, doch da. Beleber! Yay! Lebensschelle. Hey. Hör auf damit. Ich hau dir auf den Kopf. Mal ab. Ich hau dir auf den Kopf. Blinkklaue triggert. Yay! Durchbruch. Boom. Bruchrüste von Kiesling wirkt. Nein! Nein! Nebenschelle! Ach, hör doch auf damit! Hör auf damit! Das macht man nicht! Das macht man wirklich nicht! Nebenschelle! Das ist schneller wie ich! Das Viech ist schneller wie ich! Das treffe ich nicht mehr, oder? Doch! Boom! Tschüss, Kiesling! Mach's gut! Da-da-da-Pampuli! Haha, wenn ich treffe, wäre es gut. Da ich nicht treffe, ist es scheiße. Komm, Pampuli gegen Pampuli. Komm zurück, Dragosso. Los, Pampuli. Pampuli. Bam, 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 bam. Pferdestärke. Geduld. Okay. Mach das. Zack. Und tschüss, Pampuli. Oh, am liebsten würde ich mich am Loch verkriechen, das ich gerade geschaufelt habe. Macht es doch. Macht es doch. Macht es doch. Okay, sonst ist hier nichts. So. Items? Nein. Pokémon! Ein wildes Pokémon! Zubat erscheint. Nein, bitte nicht! Bitte, bitte, bitte nicht! Super, bitte! Du bist ein Kommen! Sowas von ein Kommen. So. Da gibt's was. Einmal das. Nehme ich mit. Aber gibt's noch mehr. Und ein Nugget! Einen Kampf möchte ich gerne noch machen. Ah, okay. Na toll. Oh, yo, yo, oh, check the flow. So eine Pleite. Wir wollen noch ein bisschen auf den Putzer. Und da haben wir plötzlich dick das Umzingel. Von und weg geputzt. Wenn das nur wird. Check seid überhaupt, wie mich das aufregt. Das regt mich total auf und jetzt weißt du's. Wir wollen jetzt also auch irgendwann fahren und weg putzen. Ey, oh, yo, Mann, du da. Da kommst du gerade recht. Hey, da kriegst du jetzt auch Small Easy. 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 Ich hab mich schon gefragt, wie du hier rumhängst. Aber ist ja nur Team Skull. Die Lappen. Was bist denn du für ein freches Früchtchen? Oh, ich soll Berger, putz mir den Duett weg, hey. Okay. Doppelkampf. Ich habe schon ewig nicht mehr gesehen. Team Skull. Hallo, Team Skull. Team Skull Rüpel und Rüpelin. Ich möchte kämpfen. Molung und die Mantis. Oh, das ist ein guter Pokémon. Ah, Reißlaus ist da nicht so toll. Und Pikachu. Ich muss tauschen. Dragosso ist halt auch nicht so toll. Weil da ist sein Pflanzen-Pokémon. Slimer, komm. Komm zurück. Los, Slimer. Zack, erstmal so. Ruck zu geben. Smog. Okay, Rasierblatt. Nein. Ist nicht sehr effektiv, mein Freund. Okay. Selects hier bei solchen Sachen ist nicht echt. Erstmal Giftzahn. Elektroball. Boom.
Das hat weh. Duplex-Hieb. Och, Mann. Duplex-Hieb. Auf. 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 Giftzahn. Tschüss, Imantis. Weg mit dir, einfach. So, jetzt kommt noch Kollege Schnürschuh. Felsgrab. Ruckzuckieb. Bumm. Smog. Auf Pikachu und vergiftet. Oh, arme Sau. Felsgrab. Bumm. Tschüss, Molunk. Mach's gut. Yay. Und? Kein Level. Okay. Das ist der Anfang von Ende. Ab jetzt geht's steil bergab. Yo, ich fühle mich so tappy. Nee, bekomme eine Wölkin um den Schädel reisen weg. Pust, bitte. Yo, 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 yo. Ja, Checker. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Oh. Wir sind gleich so auf dem Putzer. Immer werden wir vorne weggeputzt. Oh Mann, ey. Genau, ist ja nicht so, als hätten wir vor der Heldschaft uns zerreißen oder so. Also macht mal halblang. Und tschüss. Wow, easy, wenn ich zusammen mit dir kämpfe, sind die Pokémon alle so entspannt. Das beweist, was für ein klasse Trainer bist. Hier, das möchte ich dir schenken. Top Ether. Mit Top Ether kannst du alle Pin-Attack auffüllen. Lass uns jetzt trotzdem Spaß mit Dick da haben. Okay, und ich würde mal sagen, meine Freunde, das war's also mit dem Part. Vor dem nächsten Part geht es weiter hier in der Höhle. Und wir sehen uns einfach dann wieder. Bis dahin. Ciao. Yeah.